Christian Müller, dritter Platz beim Ironman in Frankfurt nach, ja, man kann schon fast sagen, einer bekannten Aufholjagd, aber trotzdem ist es immer wieder verwunderlich, wo du dann am Schluss die Energie herholst. Ja gut, nachdem ich natürlich am Rad einen rabenschwarzen Tag erwischt habe und keine gute Leistung gezeigt habe, haben wir gedacht, da hast du jetzt einiges aufzuholen beim Marathon und du hast das groß vorher angekündigt, dass du hier vorne wirklich mitreden möchtest. Und dementsprechend bin ich den Marathon noch recht forsch angegangen und habe dann schon es so nach einer Runde bereut. Aber nachdem ich einfach Minute um Minute nach vorne gut gemacht habe und mir die Gegnerinnen auch relativ schnell entgegenkamen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat es natürlich wirklich beflügelt. Und dann habe ich einfach einen guten Lauf gefunden und habe auch meinen Rhythmus gefunden und wurde natürlich super unterstützt, also von meiner Familie und meinem Trainer. Und habe natürlich durch die Zuschauer einfach auch so einen Flow bekommen. Das war echt Gänsehaut-Feeling an der Strecke. Und dann bin ich natürlich super happy, dass ich hier mein Wunder von Frankfurt geschafft habe. Weil es war mein großer Traum, ein Podium in Frankfurt zu erreichen. Und überglücklich, dass ich das heute geschafft habe. Kommt man da nicht auch mal ins Nachdenken, was wäre wenn? Also wenn ich mit weniger Rückstand vom Rad steigen würde, was dann eigentlich für Möglichkeiten wären? Ja, natürlich hat mich das heute wirklich gewurmt, auch schon am Rad. Aber ich konnte einfach nichts machen. Ich hatte ein bisschen Probleme beim Helm. Also da ist quasi das Innenleben hat sich im wahrsten Sinne des Wortes verabschiedet. Und der Helm hat dann einfach Schwindel bei mir ausgelöst. Also das ist ein bekanntes Problem, wenn er einfach zu locker sitzt. Und ich war echt froh, dass ich halt unfallfrei in die zweite Wechselzone einbiegen konnte. Und aber auch bis zu dem Malheur, ich meine, das ist jetzt schon bei 40 Kilometer passiert, aber ich hatte auch nicht den Punch am Rad. Also muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich da noch hätte einen draufpacken können. Und da habe ich natürlich viel Zeit liegen lassen. Mit dem Schwimmen war ich eigentlich ganz zufrieden. Also war eine solide, gute Leistung von mir. Und klar, ich meine, bis jetzt Hawaii erwartet mich natürlich noch ein hartes Stück Arbeit. Ich muss wirklich an meinen Schwächen noch arbeiten, dass es zu einer besseren Platzierung reicht als letztes Jahr, ja. Du sprichst eben Hawaii an, das wird dann ja das Ziel für das zweite Halbjahr sein. Du warst letztes Jahr das erste Mal auf Hawaii. Hast du da dann schon mal irgendwelche Lehren für die diesjährige Austragung mitgenommen, auch was du jetzt dann vielleicht im Training im Vorfeld anders machst? Ja, also gut, ich habe jetzt sowieso im Training jetzt auch einiges umgestellt und ich werde auf jeden Fall für Hawaii mich noch besser im Kopf vorbereiten. Das hatte ich letztes Jahr einfach nicht so konsequent gemacht. Ich wollte mir das Rennen erstmal anschauen und bin dann auch wirklich in Hawaii gerade im Marathon unter meinen Möglichkeiten geblieben, bin dort ja eigentlich gut Rad gefahren, habe da ja gar nicht so viel verloren, aber klar, das Schwimmen war Katastrophe. Also, da muss ich sicherlich mehr Freiwasser auch ohne Neo schwimmen. Das werden wir dann auf jeden Fall im Training jetzt einbauen. Und auch ja, von der Hitze her, dass wir vielleicht ein paar Trainingseinheiten nochmal unter extremeren Bedingungen machen, dass ich da einfach besser vorbereitet bin, das sicherlich. Aber so, letztes Jahr war eine gute Erfahrung und ich hoffe halt, dass ich dieses Jahr aus diesen Erfahrungen, die ich letztes Jahr quasi gesammelt habe, dann heuer besser vorbereitet bin und ich freue mich auf jeden Fall auf Hawaii. Jetzt kommen ja die aktuellen Erfolge sicherlich nicht ungelegen. Auch du hast ja schon in Lanzarote gewonnen, da sich ja am Anfang des Jahres das Abu Dhabi-Team aufgelöst hat. Wie schaut es bei dir dann hinsichtlich der Sponsorensituation jetzt aus mit den Erfolgen? Da hat sich leider noch nichts getan, auch nach Lanzarote. Ich hatte so, also durch Fans und durch die Medien, also gerade die Triathlon-Portale, hatte ich natürlich eine sehr gute Resonanz. Das hat mich auch wirklich sehr gefreut, nach Lanzarote. Und ich bin auch hoch motiviert nach Lanzarote auch ins Training gegangen. Und ich hoffe einfach, dass ich im Hinblick auf nächstes Jahr dann sponsorentechnisch da ein bisschen mehr tut, weil ohne Unterstützung ist halt schon schwer. Also manchmal steht man dann schon mit einem sehr flauen Gefühl im Magen auf, wenn man weiß, okay, ja, man ist ja eigentlich auf dem Niveau von einem Hobby-Triathlet und man macht es zum Liebe
des Sports und deswegen habe ich auch gesagt, ich schaffe das dieses Jahr. Also ich möchte allen zeigen, dass ich auch ohne Team noch vorne mitmischen kann und ich hoffe doch, dass es Motivation ist, vielleicht auch für den einen oder anderen zu sagen, ja, die Dame gefällt uns und die wollen wir einfach mit aufnehmen und das würde mich natürlich super freuen, wenn dann auch die Ergebnisse dann auch so honoriert werden, ja. Also wie gesagt, da hast du auf jeden Fall jetzt vorgelegt und jetzt sind die anderen am Zug, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank und schöne Grüße an die Fans von Tri2B. Bitte.